Guten Abend miteinander. Ich freue mich, dass ihr so zahlreich erschienen sind zu dieser Diskussion mit Fußballexpertinnen. Und zwar das Mal. Das Mikrofon versagt leider ein bisschen. Also, normalerweise gibt es ja zwischen zwei Spielen Matchanalyse. Das lassen wir für heute mal aus. Wir haben hier zwei tolle Gästinnen. Links und rechts von mir. Und jetzt wechsle ich auf Hochdeutsch, damit, falls es dann klappt mit Lucify Online, auch die Leute zuhören können, die kein Schweizerdeutsch verstehen. Also, zu meiner linken Seite, Nora Häuptle. Wackelkontakt. Trainerin der U19 Schweizer Frauennationalmannschaft. Sie ist als zweite Frau schweizweit so weit, dass sie eBay trainieren könnte oder eine andere Mannschaft der Super League, weil sie hat das UEFA Pro Diplom, also das ist quasi die höchste Profistufe des Trainerinnen-Daseins im Bereich Fußball. Du bist aber auch schon als Profifußballerin tätig gewesen und warst während der Frauen-WM in Kanada 2015 und in Holland 2017 als Fußballexpertin beim SRF gesehen, also diejenigen, die Frauenfußball im Fernsehen geschaut haben. Nora war da immer, so wie Gilles Becresse, als Expertin mit dabei. Schön, dass du da bist. Auf meiner rechten Seite, Seraina Degen, und zwar Redakteurin bei SRF Sport, Journalistin bei den Fußballmagazinen Rot-Weiß und Rot-Blau, das sind Frauenfußballmagazine. Du hast auch schon gearbeitet als freie Sportjournalistin bei diversen Zeitungen, warst Sportredaktorin bei Tele Basel. Also du bist wirklich eine Top-Spezialistin im Bereich Frauenfußball und noch sogar Co-Autorin und Herausgeberin des Buchs Das Goldene Buch des Schweizer Frauenfußballs. Also wenn sich jemand dafür interessiert, einfach bei Seraina vorbeischauen. So, fangen wir mal an. Nämlich Thema Gleichstellung im Fußball. Das Kind von meinem Nachbarn, der ist 5, der hat das Panini-Album durchgeblättert, von vorne bis hinten und wieder zurück und von vorne bis nach hinten und wieder zurück. Und wir haben ihn gefragt, was machst du da, was suchst du denn? Und dann sagt er, warum ist da keine Frau drin in diesem Panini-Album? Was läuft da schief, meine Damen? Nun ja, wir haben ja die Männer-WM momentan in Russland. Und da gibt es ja ein Panini-Album, das wahrscheinlich der Nachbarsjunge von dir hat. Wäre eine Frau Trainerin, gäbe es wahrscheinlich auch eine Frau im Album. Aber da die Männer Fußball spielen, ist es halt ein Männeralbum. Was ich aber sagen kann, es gibt Panini-Frauenalben. Und zwar bei den Großveranstaltungen wie Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften der Frauen. Also es gab es vor 3 Jahren in Kanada mit der Schweiz, gab es Schweizerinnen als Panini-Bildchen, also Ramona Bachmann, Lara Dickenmann, wie sie alle heißen. Bei der Europameisterschaft genauso. Und ich nehme schwer an, dass es 2019, nächstes Jahr bei der WM in Frankreich, auch ein Frauenalbum geben wird, ohne Männer. Außer sie sind Trainer. Ja, Seraina hat das gut beantwortet. Ich glaube, die andere Frage, die du aufgegriffen hast, ist, ob eine Frau auf diesem Niveau Männer trainieren kann. Das wäre möglich. Durchaus ist auf Nationalteamstufe noch nie passiert. Ich weiß, dass in Italien das U16-Männer-Nationalteam von einer Frau trainiert wurde. Jetzt in Frankreich hat eine Frau in der zweithöchsten Männerdivision auf Profistufe ein Team trainiert, Morac, auch schon Serie C. Also es gab es schon vereinzelt, aber jetzt auf Nationalteamstufe, A-Stufe noch nicht. Warum ist es denn immer noch so, also wenn wir jetzt Thema Gleichstellung nehmen, dann Panini-Bilder, das ist ja das eine. Also okay, das kommt hoffentlich. Dann bin ich aber ziemlich nah bei den Diskussionen um die Lohngleichheit. Das ist jetzt auch gerade in aller Munde, auch am letzten 1. Mai war eigentlich dieses Equal Pay und dieses Gender Gap ein großes Thema. Das sieht man auch im Fußball.
Woher kommt denn das Geld oder wie bestimmt man das? Also wie werden diese Löhne, die horrenden Löhne und auch das Geld, das da ist, wie funktioniert dieses System? Das ist ja über Fernsehrechte, kommt vor allem ein ganz schöner Batzen zusammen. Könntest du als Sportjournalistin dieses System ein bisschen erklären, damit man weiß, wie das funktioniert? Ja, also das mit den Fernsehrechten sieht man zum Beispiel gerade bei der Liga in England. Die bekommt enorm viele Geld aus den Fernsehrechten. Also bekommt sogar irgendwie der letzte der Premier League noch irgendwie x Millionen, dass sie sich ein gutes Team und gutes Infrastruktur leisten können. Aber das Ganze hat natürlich nicht nur mit Fernsehrechten zu tun. Das ist so ein eben System irgendwie, das so aufgebauscht ist, dass es so groß geworden ist, dass es ja eigentlich zu groß ist, finde ich. Also mit Ablösesummen horrend, mit die Löhne sind das andere natürlich. Das ist aber nicht vergleichbar mit dem Frauenfußball, weil ja, das kann man einfach nicht vergleichen. So. Dieser Meinung bist du auch, dass man das nicht vergleichen kann, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Apropos Physis zum Beispiel. Ja, also bei den Löhnen ist es so, dass ja auch bei den Männern selber keine Lohngleichheit herrscht. Also das ist ein Markt, der hauptsächlich durch Fernsehgelder generiert wird, durch Sponsoring-Einnahmen. Und bei den Herren gibt es dreistellige Millionensummen, die für Transfers bezahlt werden. Und der Frauenfußball macht es einfach kleiner und analog sind die Saläre auch kleiner. Eine Frau, eine gute Frau in Europa verdient aber einen guten sechsstelligen Jahreslohn. Also es ist nicht mehr so, dass sie gar nichts verdienen. Aber es gibt auch Spielerinnen, die spielen in der Bundesliga für 1.500 Euro pro Monat. Also das ist die Bandbreite sehr, sehr groß. In der Schweiz gibt es eigentlich praktisch kein Profitum. Da arbeiten alle oder machen eine Ausbildung. Und vielleicht, wenn es möglich ist, reduzieren sie auf 80% oder 60%. Also in der Schweiz ist es auch so, dass es eigentlich wie quasi verboten ist von der Liga her, dass man einen Profistatus hat bei den Frauen. Und deshalb, verboten? Ja, es ist ein okay. Amateurstatus, nicht mehr. Nein, der Amateurstatus wurde aufgehoben für die Frauen. Also als Frau darfst du in der Schweiz auch professionell nur Fußball spielen. Es ist auch jetzt als Beruf anerkannt. Aber du musst mindestens ein monatliches Einkommen von 500 Franken bezahlt bekommen, damit du das bist. Ja, und das können sich viele Clubs nicht leisten. Also man hat die Liga Krösusse, Zürich, Basel, vielleicht noch eBay. Aber gerade bei Zürich gibt es einfach Punkteprämien und die zahlen den Spielerinnen keinen Lohn. Also die arbeiten 80-100%, die geben alle Ferien an die Trainingslager oder je nachdem, wenn sie im Nationalteam sind, an diese Zusammenzüge. Also das ist wirklich viel Arbeit und wenig Lohn. Aber es gab ja in Dänemark gab's ja eine streikende Frauenfußballmannschaft. Vielleicht könntest du das kurz teilen mit unseren Zuschauerinnen und Zuschauern. Ja, das war im letzten Herbst. Ich war gerade mit meinem Nationalteam in Dänemark. Es war sehr spannend. Da haben die Frauen gestreikt. Sie haben das WM-Qualifikationsspiel gegen Schweden nicht gespielt und den gleichen Salär-Antrittsgage gefordert wie das männliche Nationalteam. Es wurde sehr breit in den Medien diskutiert, in den Nachrichten. Sie haben den Streik auch durchgezogen. Sie haben dann nicht gespielt, als der Verband auf die Forderung nicht eingetreten ist. Und sie haben sich dann später geeinigt. Ich weiß nicht, ob das hier auch möglich wäre. In Dänemark ist halt ein Sozialstaat, in dem diese Dinge diskutiert werden. Und ja, sie sind da auf breite, auf breite öffentliches Interesse gestoßen. Ja, das war sehr interessant. Ja, und auf jeden Fall haben sie einen gesellschaftlichen Diskurs, der unbedingt geführt werden sollte. Abführen und fördern. Wie sieht es denn aus mit der Nachwuchsförderung in der Schweiz? Wir haben ein duales Bildungssystem hier. Es ist eher so auf Breite angelegt, nicht irgendwie auf gezielte Förderung. Kannst du da zur Nachwuchsförderung, also werden da Frauen zum Beispiel speziell gefördert oder junge Mädchen? Wie sieht das aus? Ja, also die jungen Frauen genießen dieselbe Ausbildung wie die jungen Männchenkicker in der Schweiz. Wir haben ja
tolles Schulsystem, das Morgentrainings ermöglicht, sei es, wenn du eine Lehre machst oder wenn du das Gymnasium besuchst. Die Zugänge sind offen für Frauen wie also auch für Männer. Also sie haben hier eigentlich bis und mit Lehrabschluss oder Matur sind sie wirklich chancengleich wie mit den Männern. Und wir empfehlen auch diese duale Bildungsschiene. Wir haben einige Spielerinnen im Ausland, die verdienen vollumfänglich als Profi ihr Geld, aber es gibt natürlich auch eine Karriere nach der Karriere und das ist sinnvoll, wenn du eine Grundausbildung machst. In vielen Berufen auch so, in der Kunst zum Beispiel oder Theater. Darf ich hierzu noch was sagen? Klar. Also einerseits gibt es ja das duale Bildungssystem und einfach für die Besten der Altersklasse, ich sage jetzt mal so 13, 14, 15 Jahre, gibt es das Ausbildungszentrum, das war früher in Huttwil oder jetzt besser bekannt unter Credit Suisse Football Academy, jetzt in Biel mit dem Stützpunkt und dort können wirklich so die, ich sage jetzt mal U-Nationalspielerinnen, U16 wahrscheinlich, so das en gros, die spielen einerseits im Verein, am Wochenende im Club, die Meisterschaft mit Jungen, vielleicht schon in Frauenteams und andererseits können sie unter der Woche in Biel von täglichem Training auf diesem Stützpunkt profitieren. Aber irgendwann, nee, das funktioniert jetzt gar nicht mehr, das ist schon vor. Ah, doch jetzt? Bin ich da? Na? Aber dann werden sie dann eben doch getrennt. Warum? Warum gibt es keine gemischten Fußballmannschaften? Das wäre doch mal schön. Warum diese Trennung zwischen Männern und Frauen auf dem Feld? Ja, du darfst im Aktivfußball keine gemischten Teams haben, außer auf der Seniorenstufe, da könnte ich wieder mit meinem Bruder jetzt zusammenspielen. Und wir haben aber im Juniorenfußball viele unserer Spielerinnen, die spielen nicht bei den Jungs, die machen die U-Stufen bei IBE oder bei Basel, bei Luzern mit, meistens bis U15. Die Top-Spielerinnen spielen auch nach U16. Das ist dann physisch schon sehr anspruchsvoll. Ich habe momentan noch eine, spielt sogar bei Luzern in der U17 mit. Das ist dann aber eher die Ausnahme. Danach wird der physische Unterschied so groß, dass es Sinn macht, dann auch aktiv bei den Frauen zu spielen. Also doch diese körperlichen Unterschiede zwischen Mann und Frau. Seraina, du als Sportjournalistin, als Redakteurin von SRF Sport, du tust eigentlich viel für die Aufmerksamkeit des Frauenfußballs. Wenn wir da bei der Förderung sind, des Nachwuchses, wie sieht es dann aus mit der Förderung des Frauenfußballs überhaupt? Also vor allem jetzt besonders in den Medien. Also grundsätzlich denke ich oder finde ich, dass es viel besser geworden ist die letzten Jahre. Wenn ich jetzt das so ungefähr 10 Jahre begleite, das war vor 10 Jahren, war es weniger das Mauerblümchen-Dasein. Da gab es vielleicht eher so Reportagenberichte. Mag ich mich erinnern, 2008 war im Kanton Basel-Land ein EM-Quali-Spiel bei meinem Verein, wo ich Fußball gespielt habe, Schweiz-Wales. Und da hat die Regionalzeitung einen Bericht gemacht, wie es ist, Frauenfußball zu schauen. Also es war so ein Event, die Dorfbevölkerung geht Frauenfußball schauen und hat dann geschrieben, wie viele dumme Sprüche, wer hat was gesagt, noch ein bisschen Bier und Party. So, das war etwa das Niveau. Und jetzt, 10 Jahre später, ist das natürlich viel, viel größer geworden, mit Fernsehen, mit mehr Zeitungen, die aufgesprungen sind. Und so der, wie soll ich sagen, mediale richtige Kickoff war wahrscheinlich die WM-Qualifikation 2015 vom Nationalteam. Das war wirklich so ein Boost. Und da mag ich mich erinnern, ich habe noch nie bei einer Medienveranstaltung so viele Schweizer Journalisten gesehen wie dort in Macklingen vor der WM. Also es hat nur noch gewuselt und Radiostationen und Zeitungen und wirklich von St. Gallen bis Bern alle da. Weil dann war irgendwie das Interesse da, sie haben sich qualifiziert, es gab etwas zu schreiben. Und das war wirklich toll zu erleben, dass auch mehrere Journalisten dann in Kanada waren. Und da hat wirklich das Frauen-A-Nationalteam dafür gesorgt, mit dem Erfolg, dass eine größere mediale Aufmerksamkeit entstand. Andererseits durch dann das Fernsehen, dass wir die Spiele live übertragen haben, auch letztes Jahr an der EM. Das gibt natürlich, wenn etwas im Fernsehen kommt, auch viel, viel größere Aufmerksamkeit, als wenn irgendwo in einer Zeitung eine Spalte steht. Aber so wie ich finde, wenn man die Entwicklung sieht,
die mediale Aufmerksamkeit hängt sehr stark vom A-Nationalteam ab. Sind sie erfolgreich, sind sie an einem großen Turnier, wird darüber berichtet. Und die Liga, die wird, wenn überhaupt, in Regionalzeitungen das Resultat eingeblendet oder einfach aufgeschrieben, abgedruckt. Und sonstige Berichte oder irgendwie regelmäßige Berichterstattung findet nicht statt. Außer es gibt einen Skandal, wie letztes Jahr mit dem FC Neunkirch. Was war das für ein Skandal? Das wollen wir wissen. Der FC Neunkirch spielt in der Nationalliga A. Die sind von der zweiten Liga praktisch durchgehend aufgestiegen. War aber so ein bisschen ein Retortenteam mit vielen Ausländerinnen. Waren aber irgendwie dann trotzdem sehr erfolgreich. Und man hat sich immer gefragt, wie kommen die mit einem ausgewiesenen Budget von 70.000 Franken durch eine Saison? Das ist nichts mehr wirklich. Die anderen Vereine haben eine 500.000 oder mehr. Und das war irgendwie dann alles so dubios. Auf alle Fälle wurden sie dann trotzdem Schweizer Meisterinnen und Cupsiegerinnen, also holten das Double. Und kurz danach flog auf, dass mutmaßlich der Sportchef Geld hinterzogen hat bei der Firma, bei der er Finanzchef war und dort Geld abgezweigt hat für die Frauenmannschaft. Und dann wurde sie aufgelöst und jetzt kickt sie, glaube ich, in der zweiten Liga. Genau. Und das war natürlich auch wieder ein riesiges mediales Echo, weil das war spannend. So ein bisschen Crime und so. Ja, und nach diesen Regeln funktionieren dann aber die Medien. Also Erfolg gleich Aufmerksamkeit. Ich glaube, man muss auch ein bisschen Schweiz und Ausland differenzieren. Ich arbeite auf dem höchsten Niveau und wenn du im Ausland, jetzt beispielsweise letzte EM in Holland, das war ein riesen mediales Event in Holland. Jedes Spiel war ausverkauft, das Spiel so vor 30.000 Zuschauern. Die haben jetzt noch jedes Heimspiel ausverkauft, die Frauen, in jedem Stadion. Auch das Cupfinale jetzt in England, 40.000 Zuschauer, wo Ramona Bachmann, unsere Schweizerin, zwei Tore geschossen hat. Also klar ist es in der Schweiz, ist es immer beschaulich, aber es ist so beschaulich wie eigentlich über alle Sportarten. Wenn wir, ja, also wirklich, wenn etwas Großes ansteht, dann ein Event da ist, dann wird berichtet. Und dann versinkt es auch ganz wieder in der Normalität. Aber ich glaube, da muss man wirklich stark differenzieren. Auch der amerikanische Markt, der Frauenfußballmarkt ist immens. Die haben in den Ligaspielen auch 20.000, 30.000 Zuschauer. Wenn das Nationalteam spielt, dann ist die Hölle los da. Das ist einfach eine andere Sportkultur, wo Frauen auch gewisse Nischen abdecken. Zum Beispiel in den USA, wo Basketball groß ist und Rugby und der Soccer gehört eigentlich hauptsächlich den Frauen, der Herrensoccer wird größer, aber ich glaube, es sind Dimensionen, die können sich die Schweizer gar nicht so vorstellen, die du aber erlebst, wenn du auf dem höchsten Niveau arbeitest. Also du meinst, das liegt quasi am kleinen Markt Schweiz, so. Okay, verstehe. Was ist denn jetzt im Juli 2018, wenn ich jetzt mich nicht ganz täusche, ist die U19-EM in der Schweiz, richtig? Was ist da geplant? Also du bist ja als Redaktorin, weiß man da schon etwas? Kannst du da aus dem Nähkästchen plaudern? Also ich weiß nur, dass ich als Redaktorin auf der untersten Stufe bin und keine Entscheidungsgewalt habe. Wenn ich hätte, würde ich sagen, bringt die Spiele live. Nein, ich weiß es schlichtweg nicht. Ich weiß, dass die Spiele produziert werden oder dass unsere Partnerfirma, das CPC, wahrscheinlich die Spiele produzieren wird. Vielleicht werden sie im Web gestreamt und wenn wir Glück haben, also jetzt wir vom Frauenfußball, sage ich mal, gibt es vielleicht mal irgendwie einen Newsbericht oder so bei uns auf dem Sender dann. Aber ich habe ehrlich gesagt keinen Namen. Okay. Ja, wir spielen die U19 eher zu Hause im Juli, es ist korrekt. Die Spiele werden auf Stream vom SRF, ab Halbfinale SRF 2 dann live. Und das ist auch, jetzt wissen wir natürlich das U19-Nationalteam, das war ähnlich wie bei den Herren, als sie Nigeria U17-Weltmeister wurde. Da wurden Spiele übertragen, aber bis zum Halbfinale war medial gar nichts los und dann plötzlich ist die Kiste explodiert und alle haben das geschaut und sich damit identifiziert. Wir hoffen wirklich in den Gruppenspielen die Leute auch in den Stadien zu haben, spielen in den Wohlen. Das erste Spiel gegen Frankreich, so ein Eröffnungskracher, dann gegen Spanien in Zug und Norwegen nochmals in Wohlen.
Und wir sind eigentlich froh, dann auch die Leute wirklich im Stadion zu haben und diese tolle Stimmung zu kreieren. Und wir sind davon überzeugt, dass wenn wir dann weitergehen ins Halbfinale, dass das ganze Medieninteresse dann einen riesen Schritt macht für unsere Sache. Also ihr habt es gehört, die da sind, geht unbedingt an die Frauen-EM in der Schweiz, wenn sie dann stattfindet im Sommer, nächsten Sommer. Diesen Sommer. Das bringt nämlich mehr Aufmerksamkeit. Also je mehr Leute gucken, je mehr junge Mädchen das sehen, dass es durchaus möglich ist, da eine Karriere zu starten. Du bist auch eigentlich Vorbild als Trainerin, als weibliche Trainerin. Ich finde das super, weil das gibt einfach eine andere Aufmerksamkeit und eine Sichtbarkeit des Frauenfußballs, damit eben nicht nur männliche Panini-Bilder, Alben im Umgang sind. Diese EM ist dann in der Schweiz, die wird wahrscheinlich in Fußballstadien stattfinden, die schon gebaut sind, die nicht extra für diese EM gebaut sind. Die Leute werden auf Straßen fahren, die es schon gibt, sie werden Züge benutzen, die es schon gibt und Zuglinien. Da gibt es aber bei der Männer-WM ganz andere Beispiele. Wenn man jetzt zurückschaut auf Brasilien, von der heutigen Sicht aus, da stehen riesige Stadien leer, die Millionen verbraten, da stehen irgendwelche unfertigen Flughäfen, da gibt es angefangene Tramlinien, Straßenbahnen, die einfach irgendwie da sind, aber man weiß nicht so recht, was damit tun. Die Stadien werden zwar immer noch ein bisschen bespielt, aber kein Mensch kann sich ein Eintrittsticket leisten, weil es so teuer ist. Da sieht man, wie nachhaltig so eine WM ist. Katar, ein gutes Beispiel. Als nächstes, was haltet ihr davon, von dieser Wahl? Ja, das ist ein großes Thema. Einerseits die Vergabe der Weltmeisterschaften, in welches Land dann auch immer, jetzt Katar in 4 Jahren. Ich denke, da gibt es Themen wie Menschenrechte, die Situation der Bauarbeiter, eben die Nachhaltigkeit, im Winter eine WM zu spielen mit geschlossenen Dächern, Klimaanlage. Also, großes Thema. Also die Frage ist, warum eben werden solche Weltmeisterschaften überhaupt in solche Länder vergeben? Jetzt ist die Vergabe 2026 an USA, Kanada, Mexiko, nicht Marokko. Das gab im Vorfeld auch Diskussionen. Ich weiß nicht, wo anfangen und wo aufhören, ehrlich gesagt. Also. Diese ganze Korruptionsgeschichte, nennen wir es beim Wort, gibt es auch im Frauenfußball? Du warst bei der U20 Frauen-WM in Papua-Neuguinea. Wie war das? Klimatisch und so weiter. Also wir haben nicht daran teilgenommen, nein, an der U20. Aber es ist ein gutes Beispiel, was du benutzt. Es ist natürlich schwierig in solchen Ländern, eine WM auszutragen, rein gesundheitlich. Ich sehe es aus der sportlichen Sicht. Du hast da, also jetzt in Papua-Neuguinea war die U20-WM, da gibt es Krankheiten wie Malaria und so weiter. Also es ist sehr schwierig, dich da zu isolieren im Hotel. Sie haben auch da Beispiele, Sicherheitskontingent, du musst zum Beispiel in einem Car zum Stadion gefahren werden, das ist einfach Richtlinie FIFA, UEFA. Sicherheitsmaßen und sie hatten gar keine solchen Fahrzeuge in Papua-Neuguinea, die diesem Standard entsprechen. Also haben sie von Australien rübergeschifft und dann gemerkt, dass auch die Zufahrtsstraßen zu den Stadien zu klein waren, mussten dann neue Straßen. Also es ist schon dann fragwürdig, wie nachhaltig die Geschichte ist und wie gesund es auch für die Spielerinnen oder Spieler ist, in solchen klimatischen Bedingungen dann Leistung zu erbringen. Mein Teil als Trainer ist natürlich, auf die zweite Frage einzugehen und mit den Bedingungen zu hantieren, die für alle gleich sind, da machst du dir dann sehr viele Gedanken in der Vorbereitung und entwickelst Strategien, wie du da überlebst, sage ich jetzt mal im besten Sinne. Was die Korruption betrifft, das ist ein starkes Wort. Man stellt sich die Frage, warum werden überhaupt Turniere an solche Orte vergeben? Ich denke auch, irgendwo werden die großen Fragen immer beantwortet, wenn man schaut, woher kommt das Geld auf der Welt. Katar hat, ich glaube, 35 Milliarden Export und
Alles generiert sich im Export eigentlich aus den Ölressourcen, also da wird viel Geld umgewälzt und natürlich ist es interessant, an solchen Orten für dieses Land solche Turniere zu bestreiten. Auch, ja. Ob das dann mit rechten Dingen zu und her geht oder nicht, das kann ich nicht beurteilen. Es ist auch nicht an mir darüber zu urteilen. Also eben, das eine ist dass, der ökologische Blödsinn, das andere ist dann, so wie du meinst, in dem Fall auch eine Chance für das Land, irgendwie Infrastrukturkosten von der FIFA oder UEFA zu erhalten, indem dass eben zum Beispiel Straßen ausgebaut werden. Also, verstehe ich das richtig? Okay. Gut, dann lassen wir doch die Korruption, da sind wir keine Profis drin. Zum Glück nicht. Kommen wir zu einem nächsten Themengebiet. Wir haben, glaube ich, noch so 5 Minuten oder irgendwer gibt mir dann das Timeout. Ich weiß noch nicht wer. Sonst noch Spielzeit. Genau. Ich würde noch, weil hier in Prager, dieser Super Bowl ist ja, das Thema ist ja queer, feministisch. Da liegt der Ball oder der Pass nicht weit zum Thema der Homosexualität im Fußball. Da ist auf der einen Seite im Frauenfußball dieses Klischee von den lesbischen Spielerinnen, auf der anderen Seite dieses unmögliche Coming-out von Männern, weil es irgendwie so eine Männerdomäne ist und es irgendwie um Machtkämpfe und Männlichkeit geht. Und trotzdem passiert etwas da, um diese Tabus zu brechen. Es gab diesen schönen Film Mario, der sich dreht um einen schwulen Fußballer und der da eben in Konflikt steht zwischen Fußball und einem Coming-out. Wie sieht es in den Medien aus? Also wenn du jetzt irgendwie darüber berichtest, stolperst du auch immer wieder über irgendwelche Klischees oder über Sprache auch, die irgendwie diskriminierend ist oder so? Oder also bei meiner täglichen Arbeit mit Fernsehberichten, Zusammenfassungen, da ist es wie kein Thema, weil da steht der Sport im Mittelpunkt, da macht man Zusammenfassungen, Langlaufrennen, Fußballspiel, Eishockeyspiel, keine Ahnung. Das ändert sich oder würde sich ändern, wenn man Hintergrundgeschichten machen würde, gibt es logischerweise auch, oder Porträts. Da kann man dann natürlich je nachdem auch gezielt darauf abzielen, also nicht mit dem Fingerzeig meine ich oder irgendwie reißerisch, sondern dass es ein Thema sein kann. So. Wie ist es bei dir, bei deinen Mädels, werden die irgendwie diskriminiert oder gibt es da irgendwelche Konflikte oder so auf dem Feld oder außerhalb oder mit den Fans? Kannst du da? Also ich nehme es so wahr, dass das bei uns eigentlich gar nicht mehr so ein Thema ist. Und das ist ja eigentlich das Beste. Wenn es nicht mehr thematisiert wird, dann ist es normal. Und die Spielerinnen, die haben Freundinnen, die haben Freunde. Das ist bei uns wirklich gar nicht mehr so thematisierungsbedürftig. Und das ist gut so, finde ich. Beim Herrenfußball ist es sicher anders, aber auch wieder da ist einfach der Druck nochmals größer. Du wirst vielleicht... Du hast so wie einen Teil von dir als öffentliche Person, einen Teil von dir als private Person. Und je mehr du halt von deiner privaten Person ans Öffentliche trägst, umso weniger blinden Fleck gibst du eigentlich her. Das ist sicher wahrscheinlich als Frau einfacher, wenn der Druck ein wenig kleiner ist. Und das her schwieriger, wenn du dann vor einem Millionenpublikum jetzt wie hier an der WM spielst, wo du dann dich einfach angreifbar machst. Mit einem privaten Bild. Ja. Und ich verstehe, dass es schwierig ist. Ich denke auch, dass man da irgendwann so weit kommen muss, dass es einfach normal ist und gar nicht mehr thematisierungswürdig ist. Das würde ich mir so wünschen. Gut, das ist doch ein schönes Schlusswort von unserer Runde. Jetzt, weil ich trotzdem noch Fragen gibt. Fragen im Publikum, also wir würden die Runde gerne öffnen und den Pass euch spielen, um jetzt mal Fußballmetaphern zu benutzen. Hat jemand von euch noch eine Frage an die zwei Fußballexpertinnen, Sarah Degen, Sportjournalistin beim SRF und Nora Häutle, Profifußballtrainerin? Gibt es irgendein
ein Bestreben, dass es gemischte Gruppen gibt. In Bezug auf was? Gemischte Gruppen? Geschlecht. Also man redet immer von Frauenfußball oder Männerfußball, aber es gibt nicht irgendwas anderes. Also wenn man vom organisierten Fußball spricht, dann dürfen die Frauen in den Juniorenkategorien mitspielen. Die spielen bei IB U15, dürfen die zum Beispiel mitspielen, bis sie dann ins Aktivalter wechseln. Im Aktivalter darfst du das nicht und dann bei den Senioren darfst du wieder. Also ich darf mit meinem Bruder jetzt wieder Seniorenfußball spielen. Das ist gemischt möglich. Beim unorganisierten Fußball ist das natürlich auch ein Pausenplatz möglich. Oder es gibt diese Alternativligas, wo das, glaube ich, ziemlich frei gehandhabt wird. Also es ist schon möglich, aber ich persönlich, ich nehme, also je besser die Herren Fußball spielen, umso einfacher ist es für mich als Frau mitzuspielen. Und je schlechter das Level der Herren ist, umso schwieriger oder umso mehr Kontakt kriegst du einfach und das ist immer ein bisschen schwieriger. Aber es gibt es ja. Sonst noch Fragen? Dann würde ich jetzt noch eine Frage stellen. Was ist euer Tipp? Wer wird Weltmeister jetzt gerade? Ja, also ich bin kein Orakel, aber ich finde, die Franzosen haben eine tolle Mannschaft mit tollen individuellen Spielern. Es ist immer die Frage, kriegt man die dann auch als Team zusammen? Ich denke, Frankreich ist sicher ein Anwärter. Ich freue mich über die Spiele der Schweizer natürlich, auch über den tollen Start, den sie gehabt haben. So unglaublich schwierig, in solch ein Turnier zu starten gegen solch einen Gegner. Ich fand vor allem, sie haben eine tolle Identifikation auch gezeigt mit gewissen Werten wie Kampfgeist und Teamgeist. Und das hat doch wohl sehr viel Spaß gemacht. Ich fliege am Donnerstag nach Russland und schaue mir das Spiel gegen Serbien an. Und hoffe natürlich immer noch auf einen Exploit der Schweiz. Ja, das klingt jetzt fast wie abgesprochen. Ich habe bei keinem Tippspiel mitgemacht, im Gegensatz zu früheren Jahren. Also ich kann da nicht irgendwie sagen, ich habe das und das getippt. Aber so rein von der Papierform her würde ich jetzt auch Frankreich sicher als Titelkandidat nennen. Bei uns im Büro sagen viele noch irgendwie, ja, Belgien Geheimfavorit, Brasilien ist sehr oft zu hören. Kann man jetzt revidieren nach letztem Sonntag vielleicht. Aber ich würde, wenn ich tippen müsste, würde ich auch auf Frankreich tippen und vom Rest lasse ich mich eigentlich von der Schweiz gerne positiv überraschen. Genau. Merci vielmals. Merci Nora, bist du da gewesen, hast du dir Zeit genommen, merci Serena. Auch du jetzt gerade danke im WM-Fieber im Büro, aber trotzdem da bei uns. Danke vielmals lucify.ch, dass ihr das live übertragen haben. Danke vielmals Super Bowl Blogger für den sehr, sehr, sehr schönen Anlass. Ich wünsche euch allen noch ganz viel Spass. Und da kommen noch Blumen mit Fußball. Wie schön! Ja, schön. Danke vielmals.